Hallo alle miteinander. Heute wende ich mich an euch mit einem echt lebenswichtigen Thema. Sicher habt ihr alle schon einmal diese Geräte im öffentlichen Raum gesehen. Hierbei handelt sich es um AEDs, Defibrillatoren. Auch bei uns im Dorf hängt ein solches Gerät bei der Freiwilligen Feuerwehr, die auch die Anschaffung angeregt hat. Ich frage mich seit geraumer Zeit, wie wende ich dieses Gerät überhaupt an? Wann darf ich es benutzen? Wann darf ich es überhaupt aus diesem Kasten auslösen? Ja, dieser Frage bin ich für euch nachgegangen und habe mich kompetent beraten lassen durch die DLRG in Mainz. Ja, wann setze ich ein solches Gerät ein? Ihr dürft den AED immer dann einsetzen, wenn ein Mensch bewusstlos geworden ist. Es gibt eine kleine Einschränkung. Die meisten Geräte im öffentlichen Raum sind erst für Personen ab 9 Jahren geeignet. Im Bereich der Schwimmbäder, wo natürlich viele Kinder unterwegs sind, oder im Bereich von Sportplätzen, gibt es Geräte, die kann man umschalten. Da ist ein kleiner Plastikschlüssel drin in diesen Geräten, den steckt man in eine Öffnung und dann schaltet dieses Gerät automatisch auf die Reanimation von kleinen Kindern um. Wie gesagt, in der Regel für Personen ab ungefähr 9 Jahren geeignet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Geräte zu entnehmen. Bei uns hier in der Feuerwehr gibt es einen kleinen Schlüssel an der Seite hier. Den schlägt man ein, öffnet mit dem Schlüssel dieses Fach und kann dann das Gerät entnehmen. Es gibt andere Geräte, da drückt man einen roten Knopf, wird mit einer Notrufzentrale verbunden, kann einen Notruf absetzen mit den üblichen Daten. Was ist passiert? Gibt es vielleicht sogar Vorerkrankungen, von denen man weiß? Oder weiß man, ist es ein Herzinfarkt oder ist es ein Hitzschlag oder vielleicht ein Schock, warum jemand bewusstlos geworden ist? Das hilft natürlich ungemein dieser Notrufzentrale, die richtigen Helfer auch loszuschicken. Wo ist es genau passiert? Ja, wie viele Personen sind beteiligt? Und dann wird normalerweise dieses Gerät freigegeben und ihr könnt innen drin die Tasche entnehmen und dann zu eurem Patienten eilen. So, ich habe jetzt hier unser Gerät gerade ausgelöst und jetzt renne ich ganz schnell zu Anne, denn die braucht das ganz dringend. So, hallo, hallo. Die Person reagiert nicht. Sie atmet auch nicht. Ich habe technische Hilfe geholt. So, und Batterien erwecken. Alle Kleidungsstücke vom Brustkorb des Patienten entfernen. Wenn der Brustkorb entblößt ist, die graue Elektronikkassette öffnen und die beiden eindrücken. Den vorgegebenen Takt folgen.
Dank unserer guten Ausbildung ist es uns natürlich gelungen, mit Hilfe des AED unsere Anne zu reanimieren. Wollt auch ihr eure Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen? Dann meldet euch doch einfach bei den Organisationen vor Ort zu einem Kurs an. Diese Kurse kosten wirklich nicht viel und zu großen Teilen werden diese sogar von den Berufsgenossenschaften bezahlt. Hat euch dieses Video gefallen? Dann teilt es fleißig, damit in Zukunft noch mehr Leben gerettet werden können. Denn Leben retten ist kinderleicht. Weitere Infos erhaltet ihr auf meinem Blog Quality Time for Me unter der Rubrik Leben retten ist kinderleicht.